Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Wir wollen jetzt mit Paul Pavitz reden, damit wir ins Bring mich zu eurem Lager, das werde ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen, folge mir. Genau, damit wir jetzt ins Sektenlager kommen. So. Vielleicht ist er auch gut im Kämpfen, dass wir dann die ganz, ganz schweren Gegner hier nicht alleine hier bekämpfen müssen. Weil ich würde gerne lebend da ankommen. Und dann für Dexter eben die eine Quest erledigen. Ja, den Varan will ich jetzt aber ungern. Ja, ich will den Serapis mitnehmen. Der will an dem Varan vorbei, ernsthaft? Kämpft gegen den Varan alleine, ja? Ich werde gegen den nicht klarkommen. Ah, ich habe auch die Erfahrung dafür bekommen. Den Varan. Kann ich aber nicht häuten. Okay. Ich finde schon krass, wie stark der gegen den Varan da ist. 3-4 Schläge und der war weg. Und er ist noch bei voller Gesundheit. Ich glaube aber, Baal ist ein... Nein, nicht ihn! Komm! Okay, die Erfahrung habe ich auch bekommen. Okay, die kriege ich auch. So. Die Flügel nehmen wir aber mit. Davon haben wir aber noch einen. Und wieder passt Gewändes. Will der mich jetzt verarschen? Okay. Nice. Und die Scavengers nehmen wir auch noch mit, da vorne. So. Nice. So, wo ist ein Baal? Noch da vorne irgendwo? Ah, hier hinterm Baum. Der chillt hier. Oh, ein Waldbären. Machen wir trotzdem erstmal vielleicht ein Save Game. So, wie viel brauchen wir noch? Noch 600. So. Und da sind zwei Barane. Die darf er auch gerne alleine machen. So. Was ist denn das da hinten eigentlich? Okay, wo geht der jetzt lang? Wo sind wir überhaupt? Wir sind einmal um den Wald herumgelaufen, okay. Geht auch. Hätten wir vielleicht auch mal so machen können. Die sind meine. Baal, du lässt die in Ruhe. Das sind meine. Das sind meine Erfahrungspunkte. Meine Erfahrungspunkte, mein Fleisch. So. Und mein Serapis. So. Wir müssen jetzt aber mal eben schnell was essen. Nein. Ja, genau. So, nochmal ein Save Game.
Da sind nochmal Varane. Wie viele Varane gibt es denn hier? Scavengers. Die hole ich mir. Das ist eine Höhle. Aber jetzt können wir noch nicht zur Höhle. Jo, eine Blutfliege wieder. So. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oder komm, wir gehen mal da rein. Wenn da schon so eine Höhle ist, die sich anbietet, einmal kurz reinzulunzen. Jo, komm, tritt den doch. Jo. Der war jetzt scheiße. Diese eine Blutfliege. Ey, jetzt guck doch die Fliege an. So. Jetzt haben wir die. So, Heilkräuter. Nice. Was gibt's sonst hier in der Höhle? Ja, komm, ich will das hier. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Draußen wurde komischerweise irgendwie viel geschrien. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gehört habt. Das sind Maurets. Die holen wir uns. Aber da, das kam sehr, sehr skurril für mich rüber. Deswegen ich da einmal nachschauen wollte. So. Geil, die haben wir. Ich hoffe, Baal wartet da oben immer noch irgendwo auf uns. So, nehmen wir mit. Da drinnen gab es aber noch jemanden. So, nice. Noch mehr Erfahrung. Und noch mehr Loot. Und da liegt auch noch jede Menge. Krams. Eine Keule. Eine Fackel. Ein Trank. Noch mehr Heilkräuter. Nice. So, dann können wir jetzt eben auch noch mal ein bisschen was essen. So, Safe Game. Was haben wir? Jo, wir brauchen nur noch 60, dann haben wir wieder die nächste Stufe. Aber jetzt eben einmal Baal wieder suchen, der irgendwo da oben rumlungert, auf uns wartet. Und ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht verloren. So, wo war denn der Dude? Genau, da sind die Varane gewesen. Oder ist er schon runtergelaufen weiter? Was ist denn jetzt los? Ich guck noch mal eben kurz unten. Ah, da sieht es nach dem Sumpflager schon aus. Vielleicht ist er schon da unten. Oder er ist zurückgelaufen, kann auch sein. Da ist er. Da wartet er. Das ist das Sumpflager. Jo, alles klar. Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück.
Jo, okay, ein bisschen Leben hat er verloren. Ich denke aber, dass das vielleicht mit mir zu tun hat, weil ich ihm aus Versehen aufs Maul gegeben habe. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich will mich euch anschließen. Ich bin neu hier. Ich wollte mir euer Lager ansehen. Fremde sind uns willkommen. Aber es ist wichtig, dass du unsere Regeln achtest. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen Fremde sich nicht aufhalten dürfen. Ah, okay. Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Okay, ich brauche eine Rüstung. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Okay, wo, Rock, Schutz vor Waffen, 15, Feuer 10, 500 Erz. Nee, lieber nicht. Okay, dann können wir hier schon mal ein bisschen was kochen. Jo, draußen geht wieder ab. Die Nachbarskinder wieder am Heulen. Manche lernen gar nichts dazu. So, erstmal so viel kochen, wie es geht. So, Balnamib und Lester. Ah, Lester, den Namen habe ich schon öfters mal gehört. Gerade auch bei einer Freundin hier, die auch Gothic 2 spielt und Let's Played. Da habe ich schon auch öfters mal den Namen gehört. Das ist der Lester. Den quatschen wir aber gleich mal an. Aber jo, alles klar. Der raucht sich erstmal eine. Gucken wir mal, wo wir hin können. Es sind hier aber auch nur Männer. Wen müssen wir suchen? Hier. Rezept der Sekte. Marklas hat mir auch getragen, für ein Rezept von Guru Kalom im Sektenlager zu besorgen. Okay, wo ist denn Kalom? Ist das da vielleicht Kalom? Baltyon? Nee. Ich höre nicht mehr auf das Gefahren. Templer. Templer. Novize, Novize. Wo finde ich Kalom? Ich glaube, nach da oben darf ich nicht, weil ansonsten würden da ja nicht die Wachen stehen. Nee, das ist keine Treppe. Hier haben wir eine Leiter. War nicht besonders schlau. So, wer ist denn das? Templer. Dann quatschen wir lieber mal eben mit Lester. So, wo auch immer der jetzt auch war. Der kann mir bestimmt sagen, wo ich Kalom finde. Aber dann haben wir jetzt zumindest einmal jedes Lager hier besucht. Joru? Nee, ich will lieber mit Lester quatschen. So, Lester. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Balnamib angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Na, ich will aber mit deinem Meister reden. Erzähl mir was über das Lager. Ich will mit der Bruderschaft anschließen. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Okay, erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was weißt du über das Kraut?
Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Erzähl mir was über die Blume. Komm, ich frag mal alles. Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Was hat das mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen. Zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Okay, erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Okay. Ich will mit deinem Meister reden. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. So, okay, dann zeig mir den Weg. Zum Alchemielabor, zum Lehrer, zum Tempel, zur Schmiede, zurück zum Haupttor. Dann Lehrern, würde ich sagen. Zu den Lehrern. Folge mir. Ja, dann schauen wir mal, wo sind denn die Lehrer? Ich höre nicht mehr auf das Gefühl, wenn man nichts tun hat. Alter, da geht's auch nur nach oben. Mit den Leitern. Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Aber wenn halt du meinst... Alter, die haben hier richtig viel ja auch versucht, sich aufzubauen. Folge mir. Hier unten findest du Baal-Kadar. Er unterrichtet die Novizen. Die Leiter rauf, kommst du zum Übungsplatz der Templer. Ich warte hier auf dich. Wenn du trödelst, dann triffst du mich wieder bei Baal-Namib, am Eingang des Lagers. Okay. Baal-Kadar. Mit wem muss ich nochmal quatschen? Baal-Kolum. War das, oder? Guru-Kolum. Mit den Gurus darf man aber nicht reden, ne? Okay, dann wahrscheinlich, zeig mir den Weg. Wahrscheinlich bei den Alchemielaboren. Zum Alchemielabor. Folge mir. Wahrscheinlich find ich Guru Kalom hier im Alchemielabor. Gehe ich mal von aus. Ich glaube kaum. Wenn du die Leiter raufsteigst, dann kommst du zu Kalom, dem Alchemisten. Ah, okay. Hier unten steht Fortuno, der Krauthändler. Ich warte hier auf dich. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Sonst gehe ich wieder zurück. Alles glauben, was oben finde ich ihn, hat er gesagt. Okay. Dann gehe ich mal hoch. Wenn Baal Kalom da oben ist. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern kann. Kaloms Leibwache. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Safe Game? Wenn ich reingehe, kann sein, dass der mich umbringen will. Man darf auch nicht. Ah, okay.
das ist der? Was willst du? Ich will in die Bruderschaft aufgenommen. Was machst du für Experimente? Einer der Händler aus dem alten Lager will ein Rezept von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Kann ich nochmal mit dem quatschen? Oder warte? Okay, kann ich nichts machen? Was willst du? Ja, ich will, ich will dich nerven. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Ja, okay. Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Und? Das war alles. Du stiehlst mir meine kostbare Zeit. Komm wieder, wenn mindestens 4 der Baals dich für würdig erachten. Ja, aber wie muss ich das jetzt machen? Also muss wir ich jetzt sehen wirklich... uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Was ist das? Ah, okay. Ich habe keine Dietriche mehr. Okay, das werde ich jetzt erst einmal nicht schaffen. Verlass dich auf jemand. Oder ich schaffe es, die Baals zu überzeugen. Du kannst schon. Und trete hier denen bei. Aber muss ich jetzt wirklich jeden von denen hier allen beitreten, damit ich hier... Ich glaube schon, oder warte mal. Tritt näher! Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Ah, okay, und was? Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Ich höre nicht mehr auf das. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Ah, okay. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? So, was hat er hier? Traumruf, schwarzer Weiser, grüner Novize. So, was kann ich ihm andrehen? Das auf jeden Fall. Die. Nochmal so. Oh, da kriegen wir ordentlich was. Hier, schwarzer Weiser brauchen wir nicht. Jetzt können wir ihm noch andrehen. Hier lassen wir das mal, oder warte. So, hier haben wir eine Keule. Die brauchen wir nicht. Das ist wirklich nicht mein. So, dann können wir von dem Erz erstmal ordentlich was einsammeln. So. Annehmen. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern. Das Erz ist das, was wir irgendwie. Was können wir damit machen? Gar nichts. Okay, Lester, bring mich mal lieber wieder zurück. Zeig mir mal den Weg. So. Oder zur Schmiede können wir auch noch einmal. Zur Schmiede. Folge mir. Vielleicht ist da auch noch irgendwie was Nützliches. Wo läuft der denn hin? Ach, da! Die ist ja gleich hier, okay. Hier ist die Schmiede. Schau dich um. Ich warte etwa eine Stunde. Dann haue ich wieder ab. Okay, Darion? Das ist wirklich nicht mein Problem. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen.
Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ja, ich will mit dir handeln. Ich will mit dir handeln. Was hast du denn? Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. So, warte. Klinge, Rohstahl, Erzbrocken, glühender Stahl, glühende Klinge, grüner Novize, Bolzen, Pfeil, Knüppel, Keule, Handaxt, Nagelkeule, grobes Schwert. Lass uns lieber über was. Ah, der hat nicht wirklich was, was ich haben will. Solange ich damit nichts zu tun habe, war nicht besonders schlau. Wen gibt's hier noch? Templer, Novize. Okay, der hat hier nichts. Dann gehen wir mal lieber. Zeig mir den Weg wieder zum Ausgang. Zeig mir den Weg. Zurück zum Haupttor. Lester? Geht er doch schneller? Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Okay, der ist erstmal langsam. Aber behalt's für dich, muss nicht jeder gleich wissen. Okay, das mit dem Sumpfkrautrezept kriegen wir erstmal noch nicht hin. So. Okay, der ist erstmal wirklich sehr lang. Dann schaffen wir das vielleicht auch ohne ihn. Dann rennen wir mal vor. Noch ein Templer. Okay, durch den konnten wir durchlaufen. Genau, hier haben wir. Der hieß Melvin. Was kann der? Hi, du bist nicht aus diesem Lager, oder? Hi, du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ah, okay. Joru, quatsch mal den an. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize, aber bald bin ich ein Baal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Ah, okay. Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Kor Kalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir kriegen auch nie genug von dem Zeug. Kalom will zwar immer von mir wissen, wie die Wirkung war, aber ich habe den Eindruck, meine Meinung interessiert ihn gar nicht so sehr. Wenn ich die Wirkung anregend fand, gibt er das Zeug direkt weiter an die Gurus. Aber bald bin ich ja selber ein Guru. Dann kann ich bis an meine Grenzen gehen und auch die Stimme des Schläfers vernehmen. Alles klar. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich glaube, wir müssen allen drei beitreten. Ich bin kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Ja. Dann hast du bestimmt schon deine tägliche Ration bekommen. Wenn du sie mir überlässt, sind wir im Geschäft. Ich denke drüber nach. Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. 3 schwarzer Weiser waren ausgemacht und nichts anderes. Besorg mir erst das Kraut, dann sind wir im Geschäft. Okay. Alles klar, ich habe die Blöderweise verkauft. Ja gut. Dann gehen wir mal lieber. Da ist das Haupttor, okay.
Da haben wir wieder Lester. Mach Platz. Und Wahlname. Gut, dann gehen wir lieber wieder zurück. Hier können wir erstmal noch nichts machen. Aber warte mal, wir haben ja jetzt wieder 10 Erfahrungspunkte. 10.500 müssen wir als nächstes schaffen. Was haben wir noch so für Quests offen? Horatio, der Bauer. Horatio, ein Bauer auf den Reisfeldern des neuen Lagers, will mir beibringen, stärker zuzuschlagen. Doch irgendwie habe ich noch nicht die richtige Antwort auf seine Frage wozu gefunden. Warte mal, da war doch noch irgendwas. Aufnahme neues Lager, Rezept der Sekte. Aufnahme altes Lager. Aufnahme Sumpflager. Frag's Hütte. Neue Seelen für die Bruderschaft. Der Butler Melvin hat sich der Bruderschaft angeschlossen. Sein Kumpel Dusty ist immer noch im alten Lager, spielt aber ebenfalls mit dem Gedanken, dort abzuziehen. Den könnten wir eigentlich mal rüberholen. Dass jeder genau da ist, wo der auch hin will. Ich mache dann aber hier ein Safe Game. Weil wenn wir gleich wieder attackiert werden, weil da waren ja ein paar Varane. Und wenn wir ungünstig, genau da sind die, die drei. Wenn wir da ungünstig irgendwie an denen vorbeilaufen, dann machen die uns kalt. Dann will ich nicht. So, mit dem einen sind wir aber nicht durch den Wald, sondern hier links rumgelaufen, oder nicht? So, dann hier nochmal und hier nochmal. Komm, wir riskieren es einmal durch den Wald. Das ist sogar ein großes Stück vom Wald. Das sind Mauratten, Maurats. Da sind die Wölfe. Schauen wir mal, wie stark wir jetzt sind. Nein, wir sind nicht stark genug. Wir sind da nicht stark genug. Okay, dann gehen wir außen rum. Beziehungsweise wir gehen außen rum in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.